Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne heute zu vier Themen eingangs etwas sagen. Zum einen zum Sommerinterview der Bundeskanzlerin, zum Thema Rentenangleichung Ost, Strompreise und letztlich zum Thema Rechtsextremismus und den Aktivitäten am vergangenen Wochenende. Ich habe in diesem Sommer das zweite Mal das Vergnügen, am Montag nach dem Sommerinterview der Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz zu geben. Und wie vor 6 Wochen muss ich auch heute ihre Äußerungen kritisieren. Ich will allerdings auch sagen, dass die Äußerungen des Vizekanzlers Rösler und auch von Herrn Dobrindt bei weitem negativer noch zu bewerten sind. Merkels Schwerpunkt auch im Sommerinterview war natürlich wieder das Thema Eurokrise und Griechenland. Und leider hat sie die Entwicklung der letzten 6 Wochen nicht wahrgenommen. Wir haben keine Entspannung der Situation, sondern eher eine Zuspitzung der Situation. Und trotzdem bleibt sie bei ihrer falschen Linie in der Politik zur Eurokrise. Dass es für die Griechinnen und Griechen schwer wird, hat sie mittlerweile zugestanden. Ich hätte ihr auch nicht abgenommen, dass sie nicht weiß, welche Situation ihre persönliche Politik in diesem europäischen Land auslöst. Wiederholt zeigt sie allerdings wenig Sinn für Solidarität für die Menschen vor Ort, sondern eher Solidarität mit den Banken, und wiederholt geht sie nicht an die Wurzel des Übels, sondern bleibt bei ihrem Kurs des Abbaus sozialer und demokratischer Rechte in Griechenland. Vizekanzler Rösler hat klargemacht, dass es einen Aufschub nicht geben wird. Er würde auch aus unserer Sicht die Probleme nicht lösen. Und auch das Störfeuer aus dem Bayerischen Wald hilft wenig. Was Herr Dobrindt am Wochenende abgelassen hat, ist jenseits von allem, was aus unserer Sicht noch tolerierbar ist. Es ist ein Zündeln am europäischen Haus. Und die Reaktionen darauf aus den eigenen Reihen sollten Herrn Dobrindt Anlass sein, genau darüber nachzudenken, was er mit solchen Äußerungen auslöst. Die Situation in Griechenland macht es erforderlich, die Politik der sozialen Kürzungen zu beenden. Das Bildungssystem, das Gesundheitswesen, die öffentliche Daseinsvorsorge in Griechenland dürfen nicht länger dem Diktat der Finanzmärkte unterworfen werden. Wir haben 2 konkrete Forderungen in diesem Zusammenhang immer wieder erhoben. Zum einen bedarf es eines Schuldenschnitts für Griechenland, damit endlich die Banken zahlen und nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger. Und zum anderen bedarf es einer Vermögensabgabe für Millionäre, damit Griechenland auch seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf decken kann. Ich will als zweites etwas sagen zum Thema Ostrente. Wir haben mittlerweile Gewissheit. Die Bundesregierung hat klargestellt, dass es in dieser Legislaturperiode wohl keine Lösung dieser Frage mehr geben wird. Somit haben wir ein weiteres schwarz-gelbes Wahlversprechen im Raum stehen. Für die Bundeskanzlerin mag ihr Versprechen auf dem Seniorentag 2009 eine Nebenbemerkung gewesen sein. Für die Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland und auch für die Linke ist dies allerdings keine Nebensache. Fest steht, dass 22 Jahre nach der Wiedervereinigung die Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland und ihre Lebensleistung immer noch mit rund 12% niedriger bewertet werden und dass 22 Jahre nach der Wiedervereinigung heute junge Menschen ins Erwerbsleben eintreten, die keinen Tag in der DDR gelebt haben und trotzdem bei ihrer Rente später diskriminiert werden. Das ist nicht akzeptabel. Ostdeutsche sind nach wie vor Bürger zweiter Klasse. Wir werden dies weiter zum Thema machen und nicht locker lassen. Ich schlage darum vor, dass sich alle Bundestagsparteien und die Sozialpartner sehr schnell zu einem Ostrentengipfel zusammenfinden und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Die Zeit drängt. Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht, nämlich den Rentenwert Ost an das Niveau West innerhalb der nächsten 5 Jahre schrittweise anzugleichen. Zum Thema Energiepreise. 2 große Konzerne haben sich zu Wort gemeldet, RWE und Vattenfall, und haben mit deutlich steigenden Strompreisen spekuliert. Vattenfall rechnet mit einem Anstieg um 30% für die privaten Haushalte. Bereits jetzt sind Hunderttausende von Stromabschaltungen betroffen.
Wer meint, das mit kostenlosen Beratungen auffangen zu können, irrt. Zwingend notwendig sind Sozialtarife, die Haushalte mit niedrigem Einkommen vor Abschaltungen schützen. Die Energiewende muss sozial abgefedert werden. Und gleichzeitig ist nicht akzeptabel, dass energieintensive Unternehmen vollständig befreit werden von den Kosten der Energiewende. Und eine weitere Forderung ist zwingend: Wir müssen in diesem Sektor die öffentliche Preisaufsicht wiederherstellen. Es ist nicht hinnehmbar, dass über die Strompreise gezockt wird. Letztlich, in den vergangenen Tagen wurde in der Bundesrepublik der schändlichen, fremdenfeindlichen Krawalle vor 20 Jahren in Rostock-Lichtenhagen gedacht. Die Demonstrantinnen und Demonstranten von Rostock haben am Wochenende ein wichtiges Zeichen gegen Faschismus und Alltagsrassismus gesetzt. Zwischen Erinnern und ehrlicher Betroffenheit fanden aber auch die klassischen Textbausteine aus Sonntagsreden ihren Platz, die allerdings niemandem wirklich helfen. Fakt ist, dass nach den Ereignissen vor 20 Jahren rund um das Sonnenblumenhaus das Recht auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland de facto abgeschafft worden ist. Die zentrale Unterbringung, das Arbeitsverbot, die Residenzpflicht, all diese Dinge haben in den letzten Jahren die Integration verhindert und Ausgrenzung befördert. Ausgrenzen statt aufnehmen, das Gerede von der Festung Europa, die Planung des militärischen Schutzes der Außengrenzen des Kontinents befördern und ermöglichen einen gewaltbereiten Rechtsextremismus. Und fassungslos haben wir feststellen müssen, dass ein Nazi-Trio über 10 Jahre mordend durch das Land gezogen ist und der Verfassungsschutz nicht bereit oder nicht in der Lage war, dagegen vorzugehen. Darum ist 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen auch kein Platz mehr für Sonntagsreden. Wir brauchen ein sorgfältig vorbereitetes NPD-Verbotsverfahren. Die Finanzierungsquellen, die staatlichen Finanzierungsquellen rechtsextremer Parteien müssen trockengelegt werden. Und es bedarf einer gesicherten Finanzierung von Aufklärungs- und Aussteigerprogrammen. Wir brauchen eine Asylgesetzgebung, die integriert und nicht ausgrenzt, ein Ende der Residenzpflicht und Aufhebung des Arbeitsverbotes. Lassen Sie mich zum Schluss noch aus aktuellem Anlass eine Bemerkung anschließen zu dem, was öffentlich bekannt geworden ist im Zusammenhang mit Weißrussland und der Unterstützung seitens der Bundesregierung. Ich will noch einmal bekräftigen, was bereits Jan Korte für die Bundestagsfraktion erklärt hat. Offensichtlich hat die Bundesregierung in ihrer Antwort am 9. Dezember 2011 auf eine Anfrage seinerseits das Parlament belogen. Und wir erwarten umfassende Aufklärung. Es ist nicht hinnehmbar, dass von deutscher Seite ein autoritäres Regime wie in Weißrussland in dieser Weise unterstützt wird. Herzlichen Dank.